2, 3, 4. Herzlich willkommen hier im Saal und herzlich willkommen auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Tide TV. Mein Name ist Arthur Kadell. Als Veranstaltungsleiter der Jungen Musikschule begrüße ich Sie zur Live-Übertragung des Abschlusskonzerts der Cellotage Hamburg der Jungen Musikschule hier aus unserem schönen Miralles-Saal. Dieses ist tatsächlich das erste Konzert der Jugendmusikschule mit Publikum seit dem Lockdown im März. Wir sind sehr froh darüber, dass das jetzt wieder gelingen kann. Natürlich, wie Sie sehen, mit den gegebenen Hygienebestimmungen. Und noch etwas, was jetzt ganz frisch tatsächlich da ist, was ich Ihnen erzählen kann. Die Jugendmusikschule hat eine Zeitschrift, die Tonart, und die ist zu diesem Konzert ganz druckfrisch erschienen. Wenn Sie das Konzert nachher verlassen, bedienen Sie sich gerne im Foyer des Miralles-Saals. Dort liegen diese Zeitschriften aus. Die Cellotage Hamburg sind ein ganz besonderes Veranstaltungsformat. Cellistinnen und Cellisten aus ganz Deutschland treffen sich an einem Wochenende hier in Hamburg, proben zusammen mit einem Dozententeam und spielen dann am Sonntag ihr Abschlusskonzert. Und das ist das, was wir Ihnen hier heute präsentieren. Bis zu 100 Cellistinnen und Cellisten sind in den letzten Jahren hier in Hamburg zusammengekommen. In diesem Jahr dürfen es Corona-bedingt deutlich weniger sein. Aber ich kann Ihnen versprechen, die jungen Leute, die Sie gleich erleben werden, die sind hochmotiviert und haben ein wunderbares Programm erarbeitet. Ich glaube, da verspreche ich Ihnen nicht zu viel. Die musikalische Leitung hat Christine Philipsen. Durch das Konzert leitet sie der Cellist Holger Philipsen. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus das Orchester der Cellotage Hamburg.
Mad World. Liebe Konzertbesucher, es ist eine Mad World. Man running in circles, Mad World. Aber es ist noch stärker als in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt hier dieses Cello-Orchester höre und ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in diesem Jahr ein so großes Ensemble live im Konzert gehört haben und ich Sie hier sitzen sehe, dann freue ich mich riesig, dass das zustande gekommen ist. Und ich danke Arthur Kadell für diese wunderbare Begrüßung und herzlichen Dank, dass wir hier mit den Cello-Tagen zu Besuch sein dürfen. Es ist ein historisches Konzert. Wir haben noch nie in zwei Gruppen gespielt. Wir haben auch noch nie einen Livestream gehabt. Deshalb wunderbar, dass Tide TV dieses Programm so wichtig ist, dass sie es streamen. Und ich hoffe, dass es das letzte Konzert mit Maskenpflicht sein wird, weil ich sag's mal so, dieses ständige Auf und Ab. Ich bin es so leid, aber wenn es uns hilft, mache ich es gerne so lange weiter, bis die Gefahr gebannt ist. Der Literaturkritiker Helmut Karasek, der hat mal gesagt, wissen Sie eigentlich, wann man einsam ist? Einsam ist heute derjenige, der kein Handy besitzt. Aber wenn Sie ein Handy besitzen, und Sie kriegen keine Nachrichten, dann wissen Sie, dass Sie wirklich einsam sind. Und in Anlehnung an dieses Zitat, wissen Sie eigentlich, wann man alt ist? Ich habe das neulich im Seminar mal gefragt, wann ist man ein Greis? Aber ich frage Sie nur, wann ist man alt? Ja, wenn Sie Ihren Nachbarskindern und Ihren Kindern erklären müssen, dass es früher Kassettenrekorder gab und Anrufbeantworter, aber dass Sie wirklich richtig alt sind, das spüren Sie dann, wenn Sie Ihren Kindern erklären müssen, wer Michael Jackson ist. Also Leute, laut Guinness Buch der Rekorde ist Michael Jackson der erfolgreichste Künstler aller Zeiten. Aller Zeiten. Es ist zwar 11 Jahre her, dass er verstorben ist, aber das kann doch nicht sein, dass der Ruhm von dem erfolgreichsten Künstler aller Zeiten nur 11 Jahre währt. Kurz nach seinem Tod kamen aber zwei kroatische Cellisten auf die Idee, einen seiner bekannten Songs, nämlich Smooth Criminal, zu covern. Die Two Cellos. Ja, die kennen natürlich ihre Kinder wieder. Also, es lebt Gott sei Dank weiter. Aber ich sag nur Two Cellos, forget it. Hier sind 24 unter der Leitung von Christine Philipsen.
hatten in dem diesjährigen Programm tatsächlich sehr viele Titel, die sehr ruhig sind. Mad World, Shalom Aleichem, die Ballade. So wie wir gedacht haben, dass das so gerade die Gefühlslage wiedergibt. Aktivität, Stillstand, Abwarten, Vorangehen, neue Ideen haben. Viva la Vida, das wird nachher sehr, sehr, sehr fröhlich klingen. Aber die anderen Titel, nachdenklich, melancholisch, traurig. Wir haben jetzt auf dem Programm den Mittelholstein-Dance stehen und ich hätte mir gewünscht, dass ich Ihnen jetzt ein heiteres Stück präsentieren könnte, weil ja Mittelholstein-Dance ist ja schon eine witzige Wortschöpfung. Aber die Geschichte darum ist doch eine traurige. Christian Gayet haben wir dafür gewinnen können, eine Uraufführung für die Cellotage in diesem Jahr zu schreiben. Das hat Bestand. Das ist eigentlich jedes Jahr so gewesen und auch in diesem Jahr hat das geklappt. Er war gestern bei den Proben da und hat sich alle Cellisten angehört. So zwischen 10 und 1 war er in dem Wilhelm-Gymnasium und hat die Probe verfolgt. Und da wissen wir, dass wir jetzt nicht spekulieren, sondern er hat wirklich was zu diesem Stück gesagt und zur Entstehung. Und ich habe ihn so verstanden, Mittelholstein ist eine Landschaft im Zentrum von Schleswig-Holstein, die sehr schön ist, aber man muss schon sehr, sehr, sehr lange unterwegs sein, um jemanden zu treffen und irgendwo hinzukommen, wo man was gemeinsam erleben kann. Und die MittelholsteinerInnen und das Tanzen, ja, das wären wohl so zwei Dinge, die sich auch noch besser zusammenfügen könnten. Deshalb, das werden Sie uns vermerken, rumpelt dieser Dance hier und da mal ganz gut. Eine Uraufführung, Christian Gayet, Mittelholstein Dance.
Shalom Aleichem. Das ist Hebräisch und das ist der übliche Gruß unter Juden. Shalom Aleichem ist aber auch der Gesang, den man am Freitagabend singt, wenn man vom Gebet wieder nach Hause geht. Und in diesem Lied wird der bevorstehende Sabbat begrüßt und die Engel, die die nach Hause gehenden begleitet, werden willkommen geheißen. Wie wunderschön. Bevor wir gleich zum letzten Stück des heutigen Nachmittags kommen und zu einer ausführlichen Danksagung, trotzdem nochmal nachgefragt. Also Sie wissen sicherlich, dass Shalom Friede heißt. Aber was wissen Sie auch, was ins Deutsche übersetzt El Shalom heißt? Hören Sie mal, letztes Jahr haben Sie aber mehr mitgemacht. Traut sich keiner, ist so andächtig. Ja, also El Shalom ins Deutsche übersetzt heißt El Friede. Ah, okay. So, das Lachen, das passt gut zu dem letzten Stück, Viva la Vida. Bevor wir das allerdings spielen, möchte ich mich tatsächlich bedanken. Und an erster Stelle bei den Komponisten, bei Grieg, bei Michael Jackson und bei Christian Gayet. Dann möchte ich mich nochmal bei der Staatlichen Jugendmusikschule bedanken, dass wir hier mit unserem Abschlusskonzert 2020 zu Gast sein durften. Und ich freue mich sehr, dass außer Arthur Kadell, dem Veranstaltungsleiter, auch der Leiter dieser Schule, nämlich Guido Müller, heute sich die Zeit genommen hat, selber anwesend zu sein. Danke, Guido. Neben dem Dank an die Verwaltung, die hat sehr, sehr viel administrativ zu erledigen, auch den herzlichen Dank an Tim Tede und sein Technikteam und auch an die Techniker von Tide TV. Und wir möchten uns bedanken bei allen Teilnehmerinnen in diesem Jahr, die an den Cellotagen aktiv teilgenommen haben, die von Lörrach über Bayreuth bis Kiel angereist sind, um wieder dabei zu sein. Und eine Teilnehmerin sagte so, die Cellotage, die erzeugen so einen Suchtfaktor. Und sie ist inzwischen 8-mal dabei und sie wird die beiden Teilnehmerinnen, die schon 10-mal dabei sind, bestimmt bald einholen. Wir möchten uns bedanken bei Ihnen, bei den Eltern, für das Vertrauen in uns, dass wir hier eine gesunde Veranstaltung hinbekommen, für Ihre Fahrdienste und Ihre moralische und finanzielle Unterstützung Ihrer Kinder. Wir denken dem Wilhelm-Gymnasium und hier namentlich Herrn Direktor Richter, der uns nicht nur Räume zur Verfügung gestellt hat am Freitag und am Samstag, sondern auch für diese beiden Tage die Schlüsselgewalt überlassen hat. Das ist auch ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Und wir bedanken unserem treuen Förderer Pirastro. Der Dank muss wieder gehen an die Cello-Lehrerinnen, die ihre Schüler hier vorbereitet haben, denn das ist selten. Die Dozenten haben in diesem Jahr gesagt, am Freitag, ich war noch nie so entspannt wie an diesem Freitagabend. Denn wir konnten von Anfang an mit ihren Kindern, mit ihren Jugendlichen musikalisch arbeiten und mussten uns nicht um rhythmische Kleinigkeiten und Intonationsschwächen kümmern. Und das ist ganz, ganz großartig. Also diesen Cello-Lehrerinnen, die so eine tolle Arbeit leisten, an dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir auch gleich wieder zur Musik, aber natürlich sei unseren Dozenten auch gedankt, die in diesem Jahr fast Privatunterricht erteilt haben, denn jeder war für 6 oder für 12 Spieler zuständig. Das sind Konrad von Oldenburg, Sergei Novikov, Cem Setinka, ja, du, ich hatte dich zuerst auf dem Zettel, deshalb komme ich gerade durcheinander, und Katrin Brandt natürlich, die mit mir diese Cellotage zusammen organisiert. Und trotzdem muss ich in diesem Jahr sagen, und deshalb habe ich mir so viel Zeit für den Dank genommen, diese Cellotage 2020 hätten nicht stattgefunden ohne Christine Philipsen.
Jede Entscheidung, die in dem letzten Dreivierteljahr getroffen worden ist, wurde von ihr abgesegnet, mit ihr besprochen, und ohne ihre Zuversicht, ohne ihre Kraft und ihre Energie hätten wir uns, glaube ich, alle nicht getraut. Und deshalb begrüßen Sie sie als Dirigentin zum letzten Stück und ich sage: Viva la Viva! Leben Sie das Leben! Thank you.
war denn Ihr Lieblingsstück? Sie dürfen applaudieren nach Belieben. Fangen wir mal vorne an, Mad World. Cool, ne? Es war in beiden Orchestern auch genauso. Keiner. So, ich mach das mal. Ich muss erst mal gucken, was wir gespielt haben überhaupt. Smooth Criminal. Okay. Grieg. Danke. Mittelholstein Dance. Ja. Mit vielen Grüßen an Christian Geitz. Shalom Aleichem. Viva la vida. Viva la vida. Aber jetzt muss ich rocken. Das war ein Risiko, dass wir jetzt nehmen. Thank you.
so komisch, wenn es dann ohne Musik weitergeht. Eigentlich, Tim, kannst du das Licht mal hochfahren, damit man auch sieht, dass die Sonne da ist. Wir haben den Titel ja nach dem Schlagwort ausgesucht. Forschen Sie bitte zu Hause nicht nach, um was es in Viva la Vida sonst noch so geht. Dann landen Sie in den biblischen Kriegen des 12. Jahrhunderts. Kommen Sie gut nach Hause. Schön, dass Sie da waren. Sie haben geklatscht wie für 420 Leute. Das hat so Spaß gemacht, weil Christine schon gewarnt hat und sagte, Mensch, das wird wahrscheinlich ganz, ganz anders klingen. Wir können keinen besseren Abgang machen, weil jetzt alle ihren Schnutenpulli wieder überziehen müssen. Und deshalb bitte machen Sie das auch. Freuen Sie sich über die schöne Musik. Wir freuen uns, dass Sie hier gewesen sind, dass Sie das erlebt haben. Und wir hoffen, dass das nur der Anfang von wieder einer ganz regulären Konzertreihe hier im Haus ist. Kommen Sie gut nach Hause. Und ihr auch. Thank you.